Und da sind wir wieder, der Mogli und ich mit einem Action-Heul. Wie soll es auch anders sein? Genau, ich war gestern spontan ganz kurz mal im Action und wollte eigentlich dieses Foliergerät besorgen für jemanden. Habe es leider nicht bekommen in dieser Filiale. Ich hoffe, das bekomme ich noch. Habe aber endlich tatsächlich Clear Stamps bekommen. Das ist so lange her, dass es hier in Berlin mal neue Clear Stamps gab. Und jetzt habe ich tatsächlich neue. Ich weiß noch nicht mal, ob das die ganz neuen sind. Ich glaube, wir hängen da tierisch hinterher. Keine Ahnung. Ich zeige euch die einfach mal. Und ja, der Glenny, der wartet schon. Nee, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Es ist Samstag. Das Wetter ist leider eher bescheiden, was mich total nervt, weil ich eigentlich ganz gerne mal wieder scootern möchte. Ich habe mir ja auch einen Scooter angeschafft. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch schon so seit 3 Wochen oder so. Und ich liebe dieses Teil. Es macht so unglaublich viel Spaß. Diese E-Scooter, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Die waren ja auch ein ganz großes Thema in den Medien. Ja. Ich finde es alles ein bisschen überzogen, aber das ist ein anderes Thema, so von wegen, ja, Maximalgeschwindigkeit 20 km/h und man braucht ein Kennzeichen und. Alles sehr überzogen, aber gut, das ist leider so in Deutschland. In Österreich darf man die Scooter einfach so fahren, da braucht man keine Plakette und so Gedönsel, aber Deutschland, naja. So, ich würde sagen, wir legen los. So, der Schatzi, der wartet schon, das hat er nämlich gestern, nein, bleib mal da. Bleib mal da. Das hat er nämlich gestern natürlich schon bekommen, als ich aus dem Action kam, weil das war gestern wirklich so eine Tür und da ist es, eine Tür- und Angelaktion. Mein Freund hat hier mein Wohnzimmer eine Wand gestrichen. Das war also alles sehr stressig hier und ich hatte aber gerade nichts zu tun und er strich hier also meine Wand. Und da habe ich gesagt, du pass auf, es hat zwar mega geregnet, also war super unangenehm, habe aber gesagt, du, dann fahre ich schnell zu Action. Und ja, wollte eigentlich dieses Foliergerät kaufen, was nicht geklappt hat. Und ich wollte oder habe natürlich, ich gucke immer in der Tierabteilung, ob es was Neues gibt. Mein Schatz, wie gesagt, hat ja 2 Kisten voll mit Spielzeug. Aber es ist einfach so, ich liebe dieses Tier und er freut sich immer so mega, wenn ich ihm was mitbringe. Ja, und warte mal, Liebling, warte bitte. Und das habe ich ihm gestern mitgebracht. Tatsächlich gab es mal was. Spatzi, warte. Jetzt ist gut. Bleib mal sitzen. Tatsächlich gab es mal ein neues Spielzeug, war auch ein bisschen was länger her jetzt. Und das wartest du jetzt bitte. Warte. Ihr seht, er ist wirklich sehr verrückt nach Spielzeug. Und das waren diese Dinger und ich fand das unglaublich süß. So, jetzt bekommst du das. Das habe ich ihn also gestern mitgebracht. So, bitteschön, mein Schatz. Dann habe ich habe gestern mal so ein bisschen geschaut. Auch mal ein bisschen, ja, geschaut für mich, ob ich vielleicht mal was bräuchte, weil ich bin ja meistens in der Bastelabteilung für die Mädels. Und habe in der Tierabteilung mal ein bisschen genauer geschaut und habe diese Knochen gefunden, entdeckt und habe überlegt, weil die sind ja doch sehr groß, mein Hund sehr klein, aber ich habe sie gekauft und ich dachte, mein Schatz rührt sie eh nicht an, er ist mit Knochen doch immer sehr komisch, aber in der Tat hat er gestern dann eine ganze Weile auf dem Ding rumgekaut, wie gesagt, eins fehlt. Nee, weißt du, wo deins ist? Das hast du versteckt. Mal gucken, ich hole das mal eben, mal gucken, ob er daran geht. Moment. Ja, er hat gestern dann eine ganze Weile drauf rumgekaut und dann, so typisch Hund, zumindest meiner, dann versteckt er das. Er vergräbt es dann unter seine Decken, irgendwie in sein Bettchen. Das habe ich jetzt mal geholt und jetzt hängt er dran und beschützt es wieder. Er ist ja da wirklich sehr benappelt. Keine Ahnung, ob euer Hund, wenn ihr einen habt, auch macht. Mein Hund ist wirklich so, wenn er irgendwie was Leckeres bekommt oder einen Knochen, dann lässt er das wirklich erstmal gar nicht aus den Augen. Und wenn man dann ran möchte, ja. Ich zeige euch mal, was passiert. Hast du ein Knochen? Ja, aber ich provoziere es aus, auch, ja. Viele sagen jetzt, oh, das darf ein Hund nicht, der darf einen nicht anknurren. Meiner darf. Beiß auf den Knochen auf. Man achte auf sein Gesicht.
Es ist aber eher wirklich ein Spiel, er beißt mich nicht. Da ist er. Lecker, hast du einen Knochen? Na gut, machen wir mal weiter. Also ich habe ihn die Knochen gekauft, dieses Spielzeug, und jetzt machen wir mal weiter. Ihr denkt wahrscheinlich, mein Gott, wann macht die denn mal weiter mit Bastelzeug? So, also diese Knochen haben wir gekauft. Du brauchst gar nicht gucken, du hast jetzt den einen und das reicht erstmal. Ja, ne, ich habe mal hier Slip-Einlagen. Normalerweise bin ich eher, ja, ich mag ganz gern lieber die von DM und so. Aber ich habe die mal mitgenommen, weil 69 Cent, 30 Stück, kann man nichts sagen. Doch, die nehme ich mal mit, Slip-Einlage, Slip-Einlage. Aber ich glaube, so ist es nicht. Es gibt da schon Unterschiede, aber gut. Wurscht, machen wir mal weiter. Dann habe ich für den Glenn eine neue Matte gekauft. Fand ich ganz niedlich in dieser Pfötchenform. Wir haben schon öfter diese Matten gehabt, weil ich wechsle die ganz gerne dann auch mal aus. Sein Fressnapf und Wassernapf steht im Flur. Und da habe ich halt so ein, die gab es damals auch in grün, diesmal nicht, in so ein helles Grün. Die Farben sind geändert. Also diese Matten jetzt, die sind nicht mehr in hellgrün. Die gab es in, ich weiß gar nicht, in so dunkelgrün. Und ja, ich habe sie jetzt in grau mitgenommen, weil ja, diese anderen Farben passen jetzt nicht wirklich in den Flur. Ja, fand ich ganz niedlich. Wechseln wir mal wieder aus und da kommt dann jetzt Fressnapf und Wassernapf rauf. Wie gesagt, wechseln wir ganz gern mal aus. Passt du auf den Knochen auf? Er ist jetzt total auf seinen Knochen. Ja, Kampfhund. Ne? Wisst ihr Bescheid. Also brav sein, mein Hund ist hier wirklich voll der Kampfhund. Dann habe ich, ja, ich sag ja, gestern hatte ich, ich hatte auch Hunger, war wahrscheinlich nicht so gut. Hab dann mal ein paar Leckerlis gekauft. Ja, ich habe mir mal wieder diese, ich bin gar nicht so ein Schokoladenfan, also ich esse wenig Süßigkeiten. Witzigerweise, also ich mag ganz gern zwischendurch essen, also immer so, so kleine Leckerlis, aber nicht unbedingt Süßigkeiten. Nicht in dieser Form, also süß, ja, aber also ich bin nicht so ein Schokoladenfan, also aber davon mal so eins, also mir reichen denn zwei maximal und dann ist auch gut. Da habe ich jetzt einmal Mars und einmal diese Snickers, da mag ich diese Bonbons ganz gern. Sag mal, was ist das? Ja. Und dann habe ich entdeckt, wie gesagt, ich bin selten in der Fressabteilung, guck da wirklich seltenst. Habe aber gestern mal so ein bisschen geguckt, vielleicht lag es daran, dass ich mir einfach mal da ein bisschen Zeit genommen habe und nicht nur in der Bastelabteilung war und weil ich vielleicht Hunger hatte. Ich habe dann diese Cracker entdeckt. Thymian und Rosmarie, und dachte so, ja, das klingt lecker. Probiere ich mal aus, vielleicht so abends zum Dippen mit Quark oder so. Kann man vielleicht ja mal machen. Ne? Schatzili, du kommst immer näher, Mama hat gar keinen Platz mehr hier. Ja, weiter geht's. Dann habe ich mir einfach mal so ein Waschmittel gekauft. Nicht so interessant, aber brauchte ich. Und ich dachte, nimmst du das jetzt einfach mal von Action. Kann man ja mal probieren. Ich muss mal ein bisschen weiter weg hier. So, da sind wir wieder. Ich musste mal ein bisschen die Sachen nach vorne schieben. Dann habe ich noch mal Weihnachtsblöcke bekommen, habe aber jetzt da nicht so viel. Ich habe einmal diesen zweimal, hatte ich euch ja gezeigt. Also den habe ich zweimal. Spätzchen, geh mal da. Und dann habe ich noch diesen zweimal. Ja, persönlich mit finde ich den auch am schönsten, muss ich sagen. Andere gab es da auch gar nicht. Doch einmal, oh, es wird dunkel draußen, wie ihr seht. Das Licht ist gerade richtig Banane. Aber es wird bald regnen. Das Wetter ist echt eine Katastrophe. Gestern hat es in Berlin den ganzen Tag geregnet. Wie gesagt, ich auf dem Roller zu Action. Echt ungemütlich, scheiße. Und ja. Dann habe ich mir wieder mal diese gekauft und ich muss sagen, ich habe ja immer dieses Melone genommen, das, davon gibt es ja Wassermelone und auch Multi und so, und hatte mal kürzlich Waldmeister gekauft, hatte ich euch glaube ich gezeigt, und oh mein Gott, die sind so, so lecker. Ich habe 6 Stück gekauft,
Einen habe ich mir schon aufgemacht, einen hat mein Freund gestern gesuppelt. 4 haben wir noch da. Und müsst ihr mal wirklich probieren. Ich finde sie unglaublich lecker und erfrischend. So. Und. Na, mein Glenny? Da liegt der Glenn. Spätchen. Pass mal auf jetzt. Achtet mal auf sein Mäulchen. Wo ist denn den Knochen? Wo ist denn den Knochen? Ihr seht das jetzt gar nicht. Ich finde es immer so ganz ehrlich. Ah! Nee, oh, jetzt ist er abgehauen. Ach, ich mache Dummheiten hier. Komm mal her, Spätzchen. Komm mal zu Mama. Komm mal her. Nee, der... Pass auf den Knochen auf. Ja, machen wir mal weiter. Zwischendurch kann ich ja den Glenn mal zeigen. Das mögt ihr ja mal ganz gern. Ich habe noch mal einen Planner bekommen. Einen rosanen. Genau, den habe ich für jemanden mitgebracht. Die letzten Male hatte ich irgendwie keinen bekommen. Und jetzt habe ich noch mal einen rosa bekommen. Und mitgenommen. So. Dann geht's weiter. Irgendwie ist das heute ganz schön bescheuert mit dem Licht, ne? Naja, so ist das. Der Herbst kommt oder ist eigentlich schon da. Und ich habe nochmal Vellum-Blöcke bekommen, aber leider irgendwie immer nur so dieselben. Und es gibt, wenn überhaupt, immer nur ganz wenige und überhaupt nicht die anderen. Also es sind immer so die gleichen, ne? Also ich habe wieder den bekommen. Also die sind wahrscheinlich immer gleich weg. Die anderen, die sind vielleicht begehrter. Dann diesen. Und dann habe ich noch mal 2 von dem. Genau. Die kommen in die Gruppe. Mal, irgendwie sitze ich hier total bescheuert, ey. Ja, so. Dann habe ich von diesen Clearstamps mit Stanzen 2 für jemanden mitgebracht und das wären diese. Also falls jemand meiner Mädels was von diesen Clearstamps mit Stanzen möchte, am besten einfach ein Foto schicken. Ich besorge euch die gerne, weil ich kaufe sie nicht vorab, weil die sind auch ein bisschen was teurer und ich möchte dann nicht drauf sitzen bleiben. Das mache ich nicht mehr so gerne. Ja, weil es kam schon oft vor und ich habe ja nun auch nicht so unglaublich viel Geld. Mitbringen kein Ding, aber so vorab, weil ich weiß nicht, ob jemand die dann möchte. Manche Sachen kaufe ich natürlich einfach vorab, wie jetzt die Vellum-Blöcke, die Weihnachtsblöcke. Die kommen alle in die Gruppe, das habe ich jetzt nicht auf Bestellung mitgebracht, genauso wie die neuen Washi-Tapes. Es gibt neue Weihnachts-Washis. Finde ich ganz cool, so in so einer Rolle. Und ja, habe ich durch Zufall entdeckt. Die sind nicht in der Bastelabteilung, sondern in der Weihnachtsabteilung irgendwo mit dabei. Ja, da gibt es einmal dieses. Ne, ihr seht es ja. Merry Christmas und Weihnachtsgedönsel halt. Ich stehe da ja nicht so drauf. Dann haben wir das. Haben wir auch. Merry Christmas. So. Das wäre das. Und dann haben wir hier ein rotes. Ich habe jetzt auch da nicht unendlich viele von gekauft. Ich glaube je eins. Beziehungsweise von einem. Und ich sehe gerade 2, ja. Also das habe ich 2-mal. Genau. Fand ich ganz schön hier auch mit dem Gold. Ja. Ne? Und das gab es nur einmal. Genau, und das hatte ich jetzt auch 2-mal. Wie gesagt, landen in der Gruppe. Schaut einfach nachher rein. So, und dann habe ich endlich, deswegen bin ich auch oft gefahren jetzt. Da hatte ich ja tatsächlich mehrere Anfragen. Ich war sehr überrascht. Da rechnet man manchmal gar nicht mit. Da kauft man so einen Kalender, weil mich jemand fragte, ob ich es besorgen kann. Und ja, von alleine wäre ich gar nicht drauf gekommen, jetzt solche Kalender zu kaufen, weil ja,
Hätte jetzt, ne, weiß man ja nicht, dass das jetzt so ankommt. Und dem war aber so, deswegen habe ich jetzt endlich davon nochmal was bekommen. Das war schwer. Und da habe ich 3 Stück gekauft, weil, wie gesagt, einige Mädels nachgefragt haben. Zum Beispiel die Elvira, eine ganz, ganz liebe Frau, die bei mir immer wirklich ganz viel kauft und regelmäßig, und ich wollte auch diesen Kalender. Also liebe Elvira, falls du das Video siehst, ein Kalender ist für dich, und die anderen beiden sind auch schon vergeben. Wer noch möchte, fragt mich einfach, schreibt mich an. Ich schaue, ob ich noch was bekomme. Diesen Kalender gibt es übrigens auch in Schwarz. Also den gibt es in Schwarz und in diesem Grau mit dem Pink, was natürlich irgendwo ein bisschen schöner ist. Oh mein Gott, es wird so dunkel draußen. Und jetzt, meine Lieben, Trommelwirbel, neue Clear Steps. Es ist mir eine Ehre und eine Nuss, neue Clear Steps zu zeigen. Ich lispel, aber das ist so lange her, dass es neue Clear Steps gibt. Und oh mein Gott, die sind schön. Witzigerweise, ich zeig auch mal. Moment, ich guck mal eben was. Irgendwas fehlt mir doch auch. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht. Nee, doch, ist gleich. Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die ganz neuen sind oder die vorletzten. So what? Wir hängen, wie gesagt, ziemlich hinterher. So. Wir haben zum einen diese Blümchen, die ich persönlich nicht so prall finde, weil ich bin ja nicht so der Blumentyp. Davon habe ich 2. Natürlich habe ich da jetzt auch jeweils 2 oder 3 gekauft. Die Blümchen nur 2-mal, weil ich weiß nicht, die könnte ich mir vorstellen, gehen jetzt nicht so gut weg, weil ja, Blümchen und so. Aber gut, ich gehe natürlich immer so ein bisschen nach meinem Geschmack. Ne? Das ist natürlich falsch, weil manche mögen halt Blümchen. Und dann habe ich Buchstaben. Davon habe ich 3, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht. Mal gucken. Oh mein Gott. Ja. So von denen, die mir ganz gut gefallen oder wo ich denke, dass die euch auch gefallen, habe ich dann 3 Stück. Oh, jetzt regnet es draußen. So. Ich überlege, ob ich vielleicht mal ein Licht anmache oder Blitz. Aber Blitz mag ich ja nicht so gern. Das macht auch keinen Unterschied. Moment mal eben, ich mache einfach mal das Licht an. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Licht an. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer, ne? So, dann habe ich diese. Und ich denke mir, ja, fein, ne? So mit Buchstaben. Ich glaube, geht immer. Und davon habe ich deswegen auch 3 Stück gekauft. 3 Stück davon. Geht in die Gruppe, wie gesagt. Oh, was ein Wetter. Es regnet sogar sehr. So sehr, dass ich, glaube ich, mal mein Fenster zumachen muss. Es tut mir leid, dass ich heute so viel unterbreche. Ihr merkt das, glaube ich, gar nicht, wenn ich Pause drücke. Okay, mein Gott, habt ihr auch so ein Pisswetter heute. Das ist ja furchtbar. Das ist so frustrierend. Mir fehlt jetzt schon der Frühling, Sommer. Ja, Sommer nicht so, aber Frühling. So, dann habe ich diesen. Finde ich auch sehr schön hier, dieses Fahrrad. Das ist natürlich mal was für die Vintage-Freunde. Finde ich ganz süß hier, dieses Croissant. Das ist so ein bisschen ja, Paris-mäßig gemacht, ne? Croissant und ja, Vintage. Finde ich echt schön. Wobei ich ja selber kein Vintage-Fan bin. So, hier haben wir 3 Stück auch. Dann haben wir auch noch mal was Vintage mäßiges, nicht so mein Ding, aber vielleicht gefällt es den einen oder anderen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so meins. Wobei hier dieses, ich komme nicht drauf, wie das heißt, finde ich ganz schön. Ja, davon habe ich aber auch trotzdem einfach mal 3 gekauft. So. Und finde ich auch richtig schön. So Sprüche kann man immer gebrauchen, finde ich. Ne? Hier, ich denke an dich, natürlich in Englisch. The stars will shine for you. Ah, die Sterne scheinen für dich. Und be brave with your life. Ja, mein Englisch ist hervorragend, nämlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum man Englisch in der Schule lernt. Da bleibt wirklich nur wenig hängen, bei mir jedenfalls.
Natürlich kann ich so ein bisschen was, aber es bleibt wenig hängen. Es ist zu lange her und ja, ist auch völlig Latte. Ja, das ist natürlich jetzt total meins. Unglaublich niedlich und davon habe ich auch nur 2 bekommen. Oh mein Gott, wie süß bitte sind die. Das ist ja so voll mein Ding. Ne? Ich bin ja eher so der kindlich, kawaiige, niedlich Typ, statt halt Vintage. Oh, das ist so niedlich. So, so sweet. Also sehr, sehr schöne Herbststempel, wie ich finde. So, davon habe ich 2. Ich könnte mir vorstellen, dass die sehr gefragt sind, aber wer weiß. So, meine Lieben, das war's. Ich habe gar nicht so viel gekauft. Dennoch, was hier liegt, waren auch wieder knapp 70 Euro. Wisst ihr Bescheid? Ne, mein Spätzchen? Mimi ist ein armes Schweinchen, weil Mama geht viel zu Action. Also deswegen werde ich jetzt gleich mal sehen, dass ich die Mädels anschreibe, die bei mir bestellt haben, dass ich Geld eintreibe, ne, damit das wieder reinkommt. Und ich saß jetzt noch am Hungertuch mage. Irgendwie bin ich heute sehr unlustig. Ja, und die anderen Sachen kommen in die Gruppe. We wash die Tapes. Und die Blöcke und so. Und ja, passt du auf, mein Schatz. So, ihr Süßen. Wir wünschen euch ein zauberhaftes Wochenende. Im Übrigen, habe ich euch erzählt, gehe ich auf 10.000 Abonnenten zu. Und das ist so unglaublich mega. Jeder sagt, das hätte ich nie gedacht. Hätte ich in der Tat wirklich nicht, weil ich bin ein kleines, bescheidenes Wesen und habe auch nicht sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Aber ja, es ist halt jetzt so und ich freue mich unglaublich. Natürlich werde ich bei 10.000 mit Sicherheit eine Verlosung starten. Habe ich lange nicht gemacht, werde ich mal wieder. Und ja, bei 10.000, denke ich, tut's Not. So, mein Liebling, du passt auf deinen Knochen auf. Passt du auf deinen Knochen auf? Wo ist dein Knochen? Ich zeige euch mal ein bisschen, wie er rumspinnt. Weia! Den Knochen auf! Ja, er kann auch böse. Pass auf! Pass auf, wo ist der Knochen? Aber ihr seht das, ne? Das provoziere ich. Viele sagen jetzt bestimmt, oh mein Gott, das darf man nicht. Ich finde es ehrlich gesagt total niedlich, wenn er die Zähne fletscht. Ich meine, guckt doch mal, wie süß das aussieht bei dem. Ich zeig euch das mal. So, pass auf. Weg mal, Schatzi. Nee, ich wollte eigentlich, wie er die Zähne fletscht, das war so niedlich. Oh, bist du böse? Sag mal! Er beißt, wie gesagt, nicht. Falls jemand denkt, oh mein Gott, der Hund ist total aggressiv. Ihr kennt den Mugli, er ist alles andere als aggressiv. Aber er macht eine dicke Welle, wenn es um seine Decken geht, die er regelmäßig vögelt. Oh, sorry für das Wort. Also die er besteigt. Da darf man seine Decken auch nicht wirklich anfassen oder so, ne? Und euch mal angucken am besten. Und so ist es eben jetzt auch mit dem Knochen. Das ist einfach so ein Ding von ihm. Ich glaube, das machen auch viele Hunde. Er würde mich nicht beißen. Ne? Also ich kann ganz normal seine Decken dennoch nehmen und anfassen und nehmen und ausschütteln und in die Waschmaschine packen und so weiter und so fort. Ich kann auch den Knochen nehmen. Ja? Ne? Aber die Mami provoziert ja immer hier so ein Geschiss. Komm her, geh mal, Mama. Es ist Feierabend, ne? Es ist Feierabend, es ist Mamas. Ne? So, ihr habt es gesehen. Ich wollte euch... Ja, mein Schatz. Ist gut. Ich wollte euch hier, bitteschön, ich wollte euch nur zeigen, dass mein Hund natürlich nicht beißt. Das ist einfach so ein Spielchen. Wir haben einfach so unsere Rappel. So. Meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao.